Aufnahme startet wieder. Michael hatte Unterricht, aber es macht nichts, kann mal passieren. Wir haben ihn ja darauf hingewiesen dann. So. Ich muss noch die Musik starten. Wer war jetzt dran? Michelle war, glaube ich, dran. Michelle ist immer noch dran. Ja. Ja, schönes Wetter heute. Oh, wo bin ich? Hilfe! Ja, frag doch! Los! Ach, ich war beim Zählen. Ich bin so dumm, Alter. You don't say? Wirklich. Ah, okay. Hast du eine Frage, Michel? Ich überlege gerade. Achso. Lass uns Zeit, wir haben ja Zeit. Tja, bin ich Hauptcharakter dieses Spiels? Nein. Sehr schön. Hallo! Nee, ich bin dran. Jetzt ist Sandro natürlich nicht da. Ach, Sandro ist nicht da? Ja, ich weiß ja, wer ich bin. Bin ich Jordan Trace? Was? Ja, der heißt so, ja. Halt. Ja. Ja. So wie gesagt, ist jetzt Sandro trotzdem nicht da. Bin ich Zombie Pigman? Ja. Ja. Zu einfach. Tom kriegt nächstes Mal wieder irgendwas wie Knippy. Ich habe mich gerade einem Tempel genähert und habe Explosionen gehört. Ich glaube, irgendwas hat... Los, bis Sandro wieder da ist, könnt ihr beide auch schon Fragen stellen. Ach du Scheiße, ja, was... Ja, wo ist Michelle? Das wollte ich, bis sie jetzt ja was Fragen stellt. Michelle, hast du mir diesen Anime empfohlen? Ja. Das machst du mir auch nicht besser, glaube ich. Naja, ein paar kannte ich schon, bevor du sie mir empfohlen hast. Ja, aber ich meine gerade Fantasy-Genre. Ja, es macht es nicht sonderlich viel einfacher. Nee, ich meine halt nur, weil da kam letzte Zeit ja wirklich einiges zusammen. Da es ein Isekai-Genre ist, ist der Hauptcharakter wahrscheinlich am Anfang gestorben. Da war das jetzt eine Frage. Also, ist er am Anfang gestorben? Ja. Ja. Okay, ja. Jetzt musst du vor dem Video sagen, ach du Spoiler, Tom. Nein, das ist kein Spoiler, meine ich nicht. Isekai Anime, in dem der Hauptcharakter nicht am Anfang stirbt, ist X to Doubt. Was? Konosuba ist ja leider schon raus. Ja, selbst in Konosuba ist der Hauptcharakter am Anfang gestorben. Ne? Spoiler! Spoiler! Das ist kein Spoiler, du hast die erste Folge gesehen. Ne? Stimmt. Aber für mich ist es ein Spoiler. Es ist die erste Folge, da kann man nicht als Spoiler. Es ist tatsächlich das erste, was passiert. Weißt du, die Sache ist, Isekai Anime haben so dieses Prinzip von wegen, der Hauptcharakter muss sterben, damit die Story überhaupt im Gang gesetzt wird. Das ist halt dieses Prinzip von, Hauptcharakter stirbt, wird in eine andere Welt teleportiert, fängt dort basically neues Leben an. Also manchmal davon gibt's mehr als welche, ein, wo die Hauptcharaktere nicht sterben, sondern in einem Spiel gefangen sind. Also, die einzige Ausnahme eventuell wäre SAO, aber selbst da bist du halt nicht in einer anderen Welt, weil das ist halt... Naja, Overlord und Lock Horizon. Lock Horizon, okay, akzeptiert. Oh Gott, man muss mal Pen and Paper nach dem Overlord, Overlord ist... eigentlich wie Lock Horizon. Ja, aber irgendwie ist das trotzdem seltsam. Overlord und Lock Horizon sind so wirklich Grenzfälle. Ja, ich geb's zu, dass das Grenzfälle sind. Ja, ist aber auch egal, denke ich. Hä, naja, es klingt mit dem, dass das die Story in Gang zu setzen, dass jemand stirbt, klingt nach Ubisoft und einem neuen Assassin's Creed. Ja, nee, das Problem ist, nachdem der Hauptcharakter stirbt, ist halt noch vorhanden, ne? Ich würde jetzt gerne nach Rising of the Shield Hero fragen, aber den Anime gibt's noch nicht. Los, fragt, bevor Sanpo wiederkommt. Du weißt, dass ich dir den Anime empfohlen habe. Das kann's ja nicht sein, ne?
Ja, ich glaube, ich gucke jetzt einfach mal in meine Proxer-Liste. Cheating! Ja, Cheating. Stille. Silence, the next level. Ich habe schon mal den nächsten Charakter für Michelle. Dann kann ja Michelle ja, schon mal fragen in der Zeit, während Diabos guckt. Ja, aber tue ich das. Es ist eigentlich doof, weil Diabos doch dran ist. Ja, ja, aber wenn er ja, nichts sagt. Wenn ich unbedingt komm ich frag... aus Re:Zero. So. Ja! Wieder da. Ich Rem. Who's Rem? Sorry, der musste kommen. Ja, bist du. Ha! Wer hatte jetzt eigentlich recht? Ja, ich hatte dieses Mal Unrecht, mi. So. Nee, gut. Ja, das ändert nichts daran, dass du das letzte Mal trotzdem Unrecht hattest und nicht recht. Da hatten wir alle Unrecht, nicht nur ich. Ja, ich nein, Javos hatte auch Recht. Du auch Unrecht. Javos hatte auch Unrecht. Hatte Recht, Entschuldigung. Ja, Javos hatte Recht und Javos ist cool. 11 von 10 Javos, IGN. So, warte mal ganz kurz. Was habe ich gerade gefragt? Kein EA. Oder was war das? Egal. Müsste die Sandro nicht da dran sein, weil wir den übersprungen haben irgendwie? Ja, ich weiß, ist mir jetzt egal. Scheiß drauf. Nee, gleich dran. Ubisoft! Nee, ist nicht von Ubisoft. Ah! Jetzt kann Sandro fragen. Hä? Ach, Rico ist ja fertig, ne? Ja, Rico ist fertig. War ja dann nicht mehr so viel übrig. Fuck, jetzt habe ich mir Essen gemacht und aber nicht überlegt, was ich als nächstes frage. Ich hätte gelacht, wäre es da wirklich gut gewesen, ne? Oder die amerikanische Hostage. Oh boy. Kann ja auch vom FBI gewesen sein. Du hast ja nach Operator gefragt. Nix zu doch. War mal ein Operator. Er ist als Geisel genommen werden sein. Nee, das ist ja auch ein Operator. Der ist halt einfach eine Geisel und eine Situationsgeisel, weil das ja alles nur so Trainingsgefechte sind. Stimmt. Bin ich in den letzten 50 Jahren gestorben? Nein. Nein. Ist schon etwas länger her. Nein, dann wurde ich noch. So, das heißt, ich bin jetzt wieder dran oder haben wir jetzt übersprungen? Nein, du bist dran. Na stimmt, Tom hat rausgefunden, er war und ja was auch. Macht das Abfragen nach Publishern überhaupt Sinn? Ne? Ja. Doch, das kann Sinn machen. Das würde sogar mir helfen. Okay, gut. Das ist schön. Wenn es halt weder EA noch Ubisoft ist, ist es Activision? Oh scheiße, ich kenne den Publisher gerade gar nicht. Am Ende ist es doch EA. EA ist es auf keinen Fall. Und Ubisoft auch nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber du hast nicht nach EA gefragt. Doch. Das habe ich wirklich. Das hat er gefragt letzte Runde, oder? War es letzte oder vorletzte Runde? Der hat vorletzte Runde. Ich habe überlegt zur Ewigkeit, was ich frage, habe ich gesagt so, EA? Nö. Der letzte Runde halt so, Ubisoft? Ja, es ist Activision. Ja. Es ist Activision. Wunderbar! Das ist doch toll, glaub ich. Ein Franchise von Activision, was nicht wo ihr gesagt habt, es muss nicht eingestampft sein. Das ist Warner Bros. Für Activision, da. Das Problem ist, wenn ich das richtig von euch kaputt geschickt postet werde, bin ich am Ende doch verblizzert. Hey, die gehören zu Activision, das wäre ich weiß. Es kommt so von mir, so weit kann ich dann doch nicht denken. Um die Ecke. Okay, also ich bin. Nein, ich darf hier keine Verneinungsfragen stellen. Okay, bin ich aus Call of Duty? Ja. Oh, krasse Scheiße. Bin ich aus der Modern Warfare-Reihe? Ja. Ja.
Warte mal, ich bin nicht der Hauptcharakter, habe ich ja schon gefragt. Das heißt, ich kann nicht die Seife sein. Nein. Okay. Also, ja, kannst du Seife nicht sein. Nein, bin nicht. Ich bin ich Captain Fisher-Price? Nein, nein. Ah, schade. Okay, war wohl doch zu einfach für Michael. Oh Gott, mir fallen noch zwei Charaktere ein, die ich sein kann. Oh boy. Okay, ich frage erstmal weiter. Bin ich mehr als 200 Jahre tot? Nein. Nein. Länger als 50, weniger als 200. Das ist schon mal was. Willkommen in Industriezeitalter. Grenzt schon mal die paar Trillionen Menschen ein. Grenzt doch schon mal ein, ja. Trillion. Hat Sandro vorhin gesagt, 30 Trillionen. Oder 13 Trillionen. Wenn wir bis Anfang der Menschheitsgeschichte durchgehen, jede einzelne tote Person, das kommt schon einiges zusammen. So viel kommt das nicht hin. Also man kommt dann immer so viel vor, aber du musst bedenken, dass... Das stimmt, das hat sich aber viel weniger ausgedreht. Du musst bedenken, die Pest im, ich glaube, 14., 15., oder? Ich bin gerade ganz sicher, hat irgendwie ein Drittel der Menschheitsbevölkerung hingegriffen. Das waren 25 Millionen. Also, ja. Okay. Ja. Ja! Hitler hat auch nur 6 Millionen Menschen dahin gerafft. Wobei, ist das sicher, dass da auch Asien und Amerika schon dazu gezählt haben? Ich glaube, die haben bei der Weltbevölkerung auch Asien und. Also Asien bestimmt, aber Nordamerika glaube ich nicht. Ja, selbst so, egal, das so würdest du halt trotzdem nicht über die 100 Millionen kommen. Nein. Oder nicht wirklich, ganz weil in Südamerika gab es einiges, aber kommt auch nicht so weit hoch. Okay. Sorry. Call of Duty. Bin ich ein Russe? Ja. Oh, bin ich Makarov? Ja. Ja. Aber Makarov könnte auch die Waffe sein. Ich hätte auch. Ich frag anders. Mach ich am Ende das Sayori-Meme? Boah, keine Ahnung. Was ist das? Die haben es, ja. Das wissen wir. Ich wusste es nicht. Ich weiß es auch nicht. Pass auf, und zwar Makarov, Spoiler für MW3, wird am Ende das Problem ist, er hängt am Ende an einem Seil aufgehangen, was einem Kronleuchter hängt. Ja. Oh. Also deswegen das Sayori-Meme, weil, ne? Ja. Er hängt da ein bisschen ab. Der Makarov. Naja, ich hab halt zur Auswahl, als Vorlage nur MW2 genommen, weil ich nur MW2 gespielt habe. Ja, okay, das war jetzt halt, sorry für die MW3-Spoiler. So, war aber schon kein einfacher Charakter, ne? War okay. Ich muss sagen, Makarov ist ein super Charakter zur Auswahl. Nur weil der eigentlich Frage hat mich weggecancert. Vladimir Makarov. Also, ich hätte noch hätte sein können, dass ich jetzt ein Russe bin, hätte sein können, dass ich Juri bin. Ja. Oder, wie hieß der vor Makarov kam, MW1? Keine Ahnung. Aber mit Call of Duty kannst du nichts falsch machen, weil Michelle anscheinend. Und bei MW2 hätte ich ja noch Ghost sein können. Das stimmt, aber Ghost kann man doch fast überall sein in Call of Duty. Also fast nee, aber ich meine, nein, ich meine Ghost, der Charakter Ghost, weißt du, Ghost ist MW2. Ja, der stirbt. Danke, das Spiel wollte ich noch spielen. Spoiler, das Ende von der MW3, danke. Sandro, du bist jetzt der Letzte. Ja, ja. Die einzige reale Person. Lass ich mich erstmal aufäschen. So. Mhm. Länger als 50 Jahre tot, weniger als 200. Weniger als 100 Jahre tot? Weniger als 100? Nein. 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 Mal kurz rechnen. Ja, sind definitiv mehr als 100. Ja, das bin ich auch sicher. Mehr als 100, weniger als 200. Also, ich hab's ausgerechnet. Würde staubt, ne? Das heißt, wir können uns aufs 19. Jahrhundert einigen. Nee, 19. Jahrhundert war 1800 bis 1899, ja. Ja, 19. Also, Jahrhundert genau ist richtig. Ja, darauf können wir einigen. Fucking hell. Fucking Lasersites. Nee, Bismarck kann es ja nicht selber, Politiker. Und selbst der hat doch den Ersten Weltkrieg mitbekommen, glaube ich. Ja. Ich glaube, den Ersten Weltkrieg nicht mehr, aber... Ja, aber nur... Aber der lebte noch im 20. Jahrhundert, das stimmt. Ja. Ich glaube, 1904 ist er gestorben, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, doch schon so früh. Ich glaube es, ich gucke nochmal nach, bevor ich was Falsches sage. Nee, der ist tatsächlich schon Ende 19. Jahrhundert gestorben. Lol. 1889. Was? Danke. Da habe ich gerade von...
Lol, der ist so früh gestorben, Bismarck? Das tut so mir leid. Lol. Ich meine ja nur, weil das gefühlt sich für mich gerade eher nach dem Datum an, als jemand gerade erst rausgekickt wurde vom Kaiser Wilhelm II. Als Kanzler. Deswegen, wow. Also der Kaiser hat so lange gebraucht, bis er den Krieg angezettelt hat? Das wundert mich ja jetzt echt. Bei dir wäre das viel schneller gegangen. Ja, eben. Was gibt es denn noch? Was haben die damals gemacht? Er hat ja nicht mal den Krieg angezettelt. Ja, aber er ist mitten ein großer Grund für den Krieg gewesen. Ja. Das ist, glaube ich, ohne Zweifel. Nö, eigentlich nicht. Nö. Er wollte nur Österreich dein Charakter. Ich weiß, es geht um Bismarck, ich weiß. Und Kaiser. Ich weiß, du gesagt haben. Dein Charakter hat damit wenig zu tun, so viel sei mal gesagt. Ja, das ist mir schon bewusst. Oh nö, jetzt muss ich wieder Holzfalmen gehen. Fuck, was haben wir gemacht? War ich, was weiß ich, Erfinder? Nicht wirklich. Nee. Kommt aber an, wie du Erfinder definierst. Nein. Ich hab irgendwas erfunden, was den Leuten hilft oder so, oder was irgendwas macht. Nein, erfunden nicht, definitiv nicht. Nee, erfunden sind nein, definitiv nicht, deswegen habe ich auch nein gesagt. Nee. Das heißt, ich bin Anwender. Wie? Das vielleicht Nico? Auch nicht unbedingt. Ja. Dieser Lifeline möchte mit dir Siege spielen. Eigentlich mit mir, aber ich muss gleich. Also ich bin gleich jetzt ins aber Bett. Nicht da. Er ist nicht da. Rico, wo bist du? Nee, ich habe nicht gesagt, keine Lust, ich habe gesagt, ich bin nicht da. Er hat gesagt, er ist nicht da. Oh Gott. Alte tote Menschen. Alte tote Menschen. Ich gebe dir mal einen Tipp, ich habe den Charakter dir gegeben. Ja, wunderbar, das okay, ist nicht weiter. Okay, das ist ein krasser Tipp tatsächlich. Nee, das ist wirklich ein guter Tipp. Zugegeben, ja. Das ist echt gut. Gehöre ich zur Kirche? Nein. Was? Ich weiß nicht, was du gedacht hast. Bin ich Papst Innozenz III? Ja, hätte ja irgend so ein verranzter Papst sein können. Papst Innozenz? Nein, ich hab doch gesagt, dass du ihn kennst. Keine Panik. Na, Papst Innozenz III ist ein Meme, den kennt jeder. Papst Innozenz? Nein, bloß nicht. Seit einer Woche. Ich kenn ihn auch nicht. Hallo, das ist der vierten Kreuzzug ausgelöst hat. Davon rede ich ja bloß die letzten 10, 5 Jahre davon. Papst Innos des III ist das Slippery Slope that leads to Deus Lobold. Ja. Komme ich aus dem europäischen Raum? Ja. 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 Bei sowas immer die Nationalität der Frage ist eigentlich immer mit das Beste. Natürlich. Ich Deutscher. Nein. Ich kenne doch keine alten deutschen Leute. Pff. Außer Palästinoker. Doch, kennst Nein. du tatsächlich. Natürlich, was ist mit Sigmund Freud? Karl Marx? Ich will ihn gar nicht kennen. Friedrich Engels? Ja, gut. Friedrich Engels und Karl Marx sind noch okay. Oder Einstein? Was? Nein, er ist nicht Hitler. Einstein war kein Deutscher, ne? Ja. Doch, Einstein war auch ein Deutscher. Doch, Einstein war Deutscher. Aber der war Jude, oder so war das doch, oder? Ach Gott, alles zu Deutschland. Eben. Nicht Franzose? Nein! Gottes Willen! Hallo! Werner von Braun kennst du bestimmt auch. Bin ich Italiener? Nein. Röntgen. Mensch, du verwirrst eins der wichtigsten Länder. Wahrscheinlich ist die EU-Frage jetzt ein bisschen doof, ne? Ja. Du musst von damals gucken. Ja, ich weiß, dass das damals anders war. Oh, fuck. Warte mal, Russland? Nein! Kennst du denn russische Forscher? Hä? Forscher? Oh, Rico! Herzlichen Glückwunsch, Rico! Danke fürs Spoilern! Danke! Gut, ich bin Forscher. Rico, was kannst du überhaupt außer schimmeln? Es ist spät abends. Ich werde das gerade... Für irgendwas muss man sich ja an dich erinnern.